Willkommen im sonnigen L.A. Ubisoft hat uns eingeflogen und eingeladen, die E3 mal auszuchecken. Und genau das werden wir jetzt tun. Und zwar richtig hart. Wie dieser Stein, auf den ich stehe. Das ist ein ganz normaler Stein, das ist jetzt eigentlich nicht so besonders, aber naja. Moment mal, Rick, das Krasse an E3 ist doch nicht die E3 selbst, sondern die ganzen Pressekonferenzen vor der E3. Ah, diese komischen Events, die wie Kinobesuche sind, in denen nur Game-Trailer gezeigt werden von Spielen, die erst in Monaten veröffentlicht werden. Aber ist doch gar nicht mehr aktuell, es interessiert doch niemanden mehr. Kann sein, aber wir waren zum ersten Mal da und ich wollte es den Leuten einfach nur unter die Nase reiben. Außerdem konnten wir die Titel danach direkt anspielen, Mann. Geh mal rein da. Nee, wenn du es mir jetzt gesagt hast, dann muss ich hochklettern. Ja, hier bereite ich mich gerade vor, Mario plus Rabbids zu spielen. In rundenbasierten Kämpfen das Pilzkönigreich einmal mehr zu retten. Wer Spiele wie XCOM kennt, weiß genau, was er zu tun hat. Du positionierst dich schlau auf dem Schlachtfeld, schießt Gegner oder ihre Deckung ab, flankierst sie, battelst dich mit Bossen rum oder hüpfst einfach nur so durch die Gegend rum. Und das Ganze in einem recht gewöhnungsbedürftigen Crossover aus Nintendo-Charakteren und den Rabbids, was erstmal ein bisschen komisch aussieht, aber ich muss sagen, mir gefällt's eigentlich ganz gut. Und das sage ich definitiv nicht, weil wir mit geilem Merch bestochen wurden. Guckt euch diesen Schnauzbart an. Und für mich auf jeden Fall der größte Pluspunkt, es ist mal ein Switch-Spiel. Ich kann unterwegs was auf meiner Switch spielen. Nice! Dann hab ich mich hinters Lenkrad geschmissen und The Crew 2 gespielt. Ja, das ist halt ein Rennspiel. Und das ist Open World mit einer ziemlich großen Map. Was aber ganz cool ist, du kannst dich während der Fahrt spontan in ein Flugzeug verwandeln. Und von einem Flugzeug in ein Boot. Und von einem Boot wieder in ein Flugzeug. Und dann wieder in ein Auto. Aber du kannst dich aussteigen und wild auf Menschen schießen, deswegen ist es nicht so mein Ding. Kommen wir nun zu einem Spiel, das uns ganz besonders gefallen hat. Far Cry 5. Die Demo, die wir gespielt haben, war ziemlich vielversprechend. Man hat in den Spielen Hund und der Hund bringt Menschen um und bringt die dann ihre Waffen. Und danach legt er dir das Gesicht ab, was wahrscheinlich das Allerbeste in diesem gesamten Spiel ist. Nur leider durften wir das nicht aufnehmen. Auf jeden Fall spielt es sich wie ein ganz normales Far Cry, nur halt mit einem neuen Setting. Aber das sieht ziemlich geil aus. Ich meine, durchgeknallte amerikanische Sekte, das kann man sich vorstellen. Super realistisch. Shit. Oh my god. E3. I'm ready. Give it to me, baby. Shit, man. Wir sind jetzt hier mittendrin auf E3, gerade drin angekommen. Und es ist so brutal voll. Ich dachte so, das ist hier nur für Presseleute und so und nicht so wieder auf der Gamescom, aber scheiß drauf, es sind sehr viele Presseleute aus der ganzen Welt hier und es ist eng und der einzige Vorteil ist, dass wir hier nicht erkannt werden und wir uns frei bewegen können. Das ist ganz angenehm. Ach ja, Rick, erinnerst du dich noch an unseren Besuch bei Activision, wo wir Call of Duty angespielt haben? Ja. Da wurden wir eine halbe Stunde lang durch so einen engen Raum mit 30 Menschen und 60 Grad gedrückt. Oh ja. Und das alles nur, um dann 30 Minuten lang weggefistet zu werden. Die Wunden sind tief. Warte, lass bitte E3 Rick sprechen, okay? So, wir konnten jetzt mit Call of Duty testen. Man muss sagen, es ist cool, dass sie halt wieder back to the roots gehen. Das Setting fühlt sich sehr nett an. Aber jetzt beim Testen hatten wir sehr wenig Spaß, was vielleicht auch daran lag, dass wir also rein auf Konsole spielen mussten. Und zweitens, das Gegnerteam uns einfach weggenatzt hat. Aber es schien einfach das typische Call of Duty zu sein. Wenn man das mag, mag man's. Wenn nicht, dann nicht. Und ich mag's nicht. Das nächste Peng-Peng-Spiel, was wir gespielt haben, war Destiny 2. Nur dieses Mal hat das Peng-Peng Spaß gemacht. Das lag vielleicht auch daran, dass wir es auf dem PC testen konnten. Mit Maus und Tastatur. Das ist echt eine Seltenheit auf diesen Messen. Und ein weiterer Vorteil von PC. Es sah einfach verdammt gut aus. Was machen wir jetzt? Wir fahren zur Ubisoft-Party. Denn der einzige Grund, warum wir zum Gamescom oder E3 fahren, ist natürlich Party, gratis Alk und hoffentlich glutenfreies Essen. Ich hab ein bisschen Hunger. Vielleicht gibt's ein paar Käsespieße für dich oder so. Ja, so wie gestern. Yo, der Prav und ich, wir wollten gerade Käsespieße essen, aber der Rick, der hat alle aufgegessen. Ich hab Hunger! Ich hab nur 25 oder so. 25? Gegessen. Ja. Das war beeindruckend fast schon. Das war notwendig, würde ich eher sagen. Huiuiui, komm schon, Rick, beeil dich! Auf zur Ubisoft-Party, Mann! Na komm schon! Ich hoffe, die haben Käsespieße. Jo, hier ist euer DJ, aber übrigens keine Käsespieße und auch kein anderes Glutenfreies essen.
Ich geh nochmal raus, mir was holen. Du kannst gerne im Bälleparadies auf mich warten. Toll, jetzt muss ich hier mit Rick Essen suchen gehen und kann nicht in Bällen baden, ey. Mann, ich hab dir doch gerade gesagt, du kannst da auf mich warten, wenn du willst. Aber ohne Aufsichtsperson darf ich da noch nicht rein. Ich hab doch keinen Freischwimmer. Oh, ich hab noch nie so leckere Pommes gesehen. Krieg ich auch einen ab? Nö. Oh, guck mal hier, ein Donkey Kong. Es ist sogar Donkey Kongs Advanced Warfighter. Stirb, Heli Kong. Ich geh mal eben meinen Highscore knacken, ey. Entschuldigung, warum sind wir eigentlich immer noch nicht baden, ey? Naja, ich hab doch gerade erst eine Pommes gegessen und man soll nicht mit vollem Magen ins Wasser. Stimmt. Und außerdem hast du voll die Achselsaftschorle getrunken, ey. Achselsaft. Es war eine richtig geile Party, aber im Bälleparadies waren einfach viel zu viele heiße Frauen, Mann. Ich konnte nicht in Ruhe mit meinen Bällen spielen. An Tag 2 der E3 konnten wir professionelle Berichterstattung hautnah erleben. Professionell. Und außerdem einen Blick auf Life is Strange Before the Storm werfen. Genau wie sein Vorgänger zeichnet sich dieses Prequel besonders durch seine pfiffigen und witzigen Dialoge. Wait, you're a prostitute? But I'm a prostitute. Now who gets paid? Charmante Charaktere. Are you serious right now? Fuck! Und einer Vielzahl an Entscheidungsmöglichkeiten aus. Steve, du hast den ersten Teil gar nicht gespielt. Ja, gut, aber ich hab's mir jetzt halt gekauft. Steam Summer Sale! Nach all dieser harten journalistischen Arbeit haben wir erstmal was zu essen gesucht. Ist hier wie auf der Gamescom, ob du essen willst oder zocken willst. Du musst auf jeden Fall ewig anstehen. Außer du hast so einen Special-Termin. Ja? Aber die gibt's, glaube ich, nicht fürs Essen. Im Gegensatz zu all den Blödmännern hier haben wir uns nicht draußen angestellt. Wir haben uns drin angestellt. Ich hoffe, deine Pommes munden dir, Stefanie. Man hat auf der Gamescom auf jeden Fall ein ganz anderes Publikum. Zum einen sind Leute unter 18 überhaupt nicht erlaubt. Du hast hier viel mehr Presse, obwohl dieses Jahr zum ersten Mal auch Normalsterbliche erlaubt sind. Und da hier mehr Presse ist, sind überhaupt gar keine Cosplayer. Keine halbnackten Frauen, die sich hier präsentieren und so, ne? Muss ich mich halbnackt ausziehen? Vollbekleidet angekommen bei Nintendo, dem wohl mit Abstand volligsten Stand der ganzen Messe, konnten wir endlich Super Mario Odyssey anspielen. Dass Mario jetzt seine Mütze auf Gegner werfen kann, um die Kontrolle über sie zu übernehmen und dass das Spiel mehr Richtung Open World geht, wisst ihr bestimmt schon aus den tausenden Trailern, die ihr euch reingezogen habt. Was wir allerdings dazu sagen können ist, es fühlt sich so richtig an. Die Steuerung ist mega tight und intuitiv. Die Grafik ist vor allem für die Switch wirklich fantastisch. Und noch nie sah Marios Bart so buschig aus. Und Fröschen steht da auch ziemlich gut übrigens. Puh, ja, was ist denn jetzt unser Fazit, Rick? Hä? Haben wir das nicht gerade in diesem Video erzählt? Ja, ich meine halt E3 so allgemein. Ja, ist wie die Gamescom, nur kleiner und ohne Kinder. Gut, dann war's das erstmal mit diesem aktuellen Video, haha. Klickt doch hier noch auf unseren LA-Vlog, falls ihr den sehen wollt, wie wir da so noch rumlaufen. Oder wie ich Assassin's Creed spiele. Das war auch auf der E3. Nicht ganz.